Heutzutage gibt es viele verschiedene Methoden, um eine ungewollte Schwangerschaft zu verhindern. Der Unterschied in der Sicherheit und auch der Verträglichkeit der einzelnen Methoden ist sehr groß. Bis zur Erfindung der Pille, die 1960 zum ersten Mal auf den Markt kam, war es fast unmöglich, sicher eine Schwangerschaft zu verhüten. Das ideale Verhütungsmittel ist aber bis heute nicht erfunden worden. Zuverlässig, billig und sicher muss es sein und vor allem die Last der Verantwortung gleichmäßig auf Frauen und Männer verteilen. Also die Ausgangssituation ist, dass Frauen etwa 30 bis 35 Jahre fruchtbar sind und in dieser Zeit im Durchschnitt 15 Mal schwanger waren. Das war den Frauen, aber auch ihren Partnern schon immer viel zu viel. Und die Menschen haben immer versucht, mit sehr großer Fantasie, aber auch sehr großer Verzweiflung, dieses natürliche Ausmaß an Fruchtbarkeit den individuellen Bedürfnissen anzupassen. Zum Beispiel das Älteste war ein Krokodilsdung in die Scheide eingeführt, quasi als alte Form des Diaphragmas. Dann gab es die Scheidenspülung. Wir kennen das heute noch mit dem Bidet, wo eine Frau nach einem Verkehr sich sofort draufgesetzt hat und eine Scheidenspülung gemacht hat. Die Männer haben gesucht, wo gibt es etwas, was man als Kondom verwenden kann. Der Blinddarm eines Schafes eignet sich als Kondom, weil der so groß ist wie ein erigierter Penis. Aber auch ein Fischblase, auch die kann man als Kondom verwenden. Aber praktisch alle Substanzen waren wirkungslos oder gefährlich oder beides. Und bis zur Entdeckung der Pille 1960 gab es keine wirksame Methode, die Menschen anwenden konnten, um sich wirksam vor ungewollten Schwangerschaften zu schützen. Seit den frühen 60er Jahren kamen immer weitere Möglichkeiten zur Verhütung dazu. Heutzutage können vor allem Frauen eine individuelle, für sie passende Verhütungsmethode wählen. 38% der Österreicherinnen entscheiden sich für die Pille. Diese und andere hormonelle Verhütungsmittel stehen allerdings in letzter Zeit im Verdacht, schuld an Lungenembolie, Herzinfarkt, Schlaganfall oder Thrombosen zu sein. Das ist sehr kritisch zu betrachten. Ich bitte meine Patientinnen immer wirklich Ruhe zu bewahren. Tatsache ist, dass das Thromboserisiko durch eine hormonelle Verhütung minimal erhöht wird und es etliche andere Risikofaktoren gibt, die das Thromboserisiko erhöhen. Also man muss ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, sage ich immer. Hormone sind die Sprache des Körpers. Und so wie man mit Sprache Kriege auslösen kann, aber auch Liebeserklärungen machen kann, genauso kann man mit Hormonen in dem Körper unterschiedlichste Wirkungen auslösen. Und derzeit sehen wir diesen Trend, dass diese Missverständnisse, diese Nebenwirkungen von Hormonen ganz generell als Hormonskepsis dann interpretiert werden und Frauen aufhören oder weniger oft hormonell verhüten, damit häufiger ungewollt schwanger werden und wir sehen einen signifikanten Anstieg an ungewollten Schwangerschaften und damit an Schwangerschaftsabbrüchen seit einigen Jahren. Ärzte sollten im Beratungsgespräch über Risiken informieren und eventuelle Gefahren abklären. Vor allem bei der sehr gängigen hormonellen Verhütung wie Pille, Pflaster oder Vaginalring, die durch Östrogen und Gelbkörperhormon wirken, müssen Blutgerinnungsstörungen vorab mit einem Bluttest abgeklärt werden. Also abgesehen von den kombinierten hormonellen Verhütungsmethoden, Pille, Pflaster, Vaginalring, gibt es östrogenfreie hormonelle Verhütungsmethoden, entweder in Form einer östrogenfreien Pille. Es gibt die 3-Monats-Spritze, auch östrogenfrei. Es gibt die Hormonspirale, das ist eine östrogenfreie Verhütung für 3 bis 5 Jahre. Und es gibt das Hormonimplantat, das in den Oberarm eingesetzt wird und die Patientin für 3 Jahre auch östrogenfrei, ausschließlich mit Gelbkörperhormon verhütet. Besonders geeignet sind diese östrogenfreien Verhütungsmethoden für Frauen, die einerseits eine angeborene Gerinnungsstörung haben, andererseits Raucherinnen sind. Starke Raucherinnen sollten kein Östrogen zu sich nehmen, beziehungsweise Frauen ab 40 sollten auch keine Östrogenverhütungsmethode mehr wählen. Wenn man überhaupt ganz auf Hormone verzichten will, kann sich Frau auch kupferhaltige Verhütungsmittel einsetzen lassen. Wichtig für die Patientin zu wissen, wenn sie sich für eine hormonfreie Kupferverhütung entscheidet, kann sich das Blutungsverhalten verändern, im Sinne von anfangs vor allem verstärkten und verlängerten, durchaus auch schmerzhafteren Regelblutungen in den ersten Zyklen. Dieses Blutungsverhalten kann sich wieder normalisieren nach ein paar Monaten. Es kann aber auch bei dauerhaft stärkeren Regelblutungen bleiben. Ganz grob kann man die Wirksamkeit der Verhütungsmethoden in sehr sichere und weniger oder gar nicht sichere Methoden einteilen. Sehr sicher sind natürlich die Sterilisation, aber eben auch Spiralen. Also die hormonelle Verhütung ist einfach eine sehr sichere Methode, weil das die Sprache des Körpers sozusagen nützt. Weniger wirksam sind Selbstbeobachtung, Coitus interruptus, das Aufpassen, aber auch das Kondom oder das Diaphragma, weil
das sozusagen mechanische Versuche sind, die Fruchtbarkeit zu kontrollieren und etwa so sind wie eine nonverbale Kommunikation. Wenn man eben nicht die Hormone verwendet, nicht die Sprache des Körpers, dann ist man auf die nonverbale Kommunikation beschränkt. Und wir wissen das aus der menschlichen Kommunikation, dass nonverbal nicht besonders wirksam ist. Gerade bei dieser großen Auswahl ist die individuelle Beratung wichtig. Doch eine Möglichkeit bleibt uns in jedem Fall auch: die Enthaltsamkeit.